Wir sind zu Besuch in Hasenhausen bei Caro. Moin. Ich habe 9 Kaninchen, es sind aber nicht alle Zwergkaninchen. Alles nicht alles Zwergkaninchen? Genau, also er hier zum Beispiel ist kein Zwergkaninchen, wie man sieht. Stimmt, er ist so ganz klein. Ich glaube, Zwergkaninchen gehen bis 2 Kilo durch. Okay. Und das sind aber auch schon dicke Zwergkaninchen. Wir sitzen hier in dem Kaninchenkäfig, auch wenn das gar nicht so aussieht. Und es ist auch kein Käfig, es ist Hasenhausen, ja, wie du es getauft hast. Wie viel Platz braucht man denn für ein Kaninchen? Also es gibt tatsächlich gesetzliche Vorgaben. In der Innenhaltung sind es 2 Quadratmeter pro Kaninchen. Und in der Außenhaltung sind es 3 Quadratmeter. Es wäre natürlich aber immer schöner, mehr Platz für die Tiere zu haben, weil die ja auch rennen wollen. Ja. Man sieht. Und ihre Haken schlagen, ne? Das sind ja. Ja, genau. Die haben ja im Grunde die gleichen Bedürfnisse wie ihre Kollegen in der Natur draußen, ne? Genau. Also je mehr Platz, desto besser eigentlich. Also manche halten ihre Tiere auch im kompletten Garten, halt eingezäunt. Das ist natürlich am besten für die Tiere. So wär, also so ist halt auch schon okay. So ist auch schon okay. So passabel. Wie groß ist Hasenhausen denn? Gute Frage. Ich glaube, es sind, lass mich lügen, 25 Quadratmeter mit der mit den Ebenen. Mit der zweiten Etage und so. Ja. Das heißt, da haben die richtig viel Platz. Ja, genau. Also sie können sich auch gut aus dem Weg gehen. Ja. Wenn man das jetzt sieht, ne, dann denkt, also da kann man eigentlich sich gar nicht vorstellen, dass so ein Kaninchen in so einem kleinen Käfig, den man im Tiergeschäft empfohlen bekommt, unter Umständen auch, dass die da drin leben. Ja. Was hat das mit diesen kleinen Käfigen auf sich? Ja, gute Frage. Also ich habe meine Tiere da nie drin gehalten. Es war höchstens irgendwie als Transportbox, wenn wir irgendwann mal weggefahren sind oder so, oder wenn, ja, wenn die in Quarantäne sind und irgendwie eine Krankheit haben oder whatever. Aber so wirklich verstehen kann ich es auch nicht. Ich kann sich da dreimal drin umdrehen und das war es halt auch schon. Also das hat eigentlich mit Tierliebe nichts zu tun. Ja. Was würdest du sagen, wenn jetzt Eltern ihren Kindern den Gefallen tun möchten und ein Haustier erlauben, taugen da Kaninchen als Haustier? Kaninchen waren auch meine ersten Haustiere, also neben unserem Hund. Und ja, also solange die Eltern sich da auch gut mit auskennen und gut mit beschäftigen, wie viel Platz, was fressen die, Krankheiten, wie hält man die, dann kann man das schon machen. Aber wichtig ist es halt, dass Kaninchen sind keine Kuscheltiere und das vergessen ganz viele immer. Und nehmen sie dann ständig hoch und kuscheln die durch. Und das wollen die eigentlich meistens gar nicht. Mhm. Ja, von daher würde ich sagen, ja, solange die Eltern da auch komplett mit hinterstehen und auch wenn die Kinder sich nicht mehr dafür interessieren, muss man das halt auch immer füttern, das Tier. Mhm. Ja? Und die Kaninchen werden auch ganz schön alt, ne? Ja, also 12 Jahre ist eigentlich schon ein ganz gutes Alter. 12 Jahre, ja, da hat man auch, das darf man nicht vergessen, ne, wenn man den Kindern einen Gefallen tut. Und genau, also es ist ja nur ein Jahr da, es ist ja halt wirklich dann auch ein bisschen länger. Mhm. Wenn man jetzt ein Kaninchen sich anschaffen möchte, ist schon ein Fehler, ne? Ein Kaninchen? Ja, das ist auf jeden Fall ein kompletter Fehler. Kaninchen sind Rudeltiere. Also natürlich wäre ein Freund oder ein Kamerad gut, aber natürlich, je mehr Freunde, desto besser eigentlich. Das heißt, man das machen kann. 2 funktioniert schon. Mit ja, 2 ja, kann man anfangen. Ja, und dann endet man plötzlich bei 9. Also es ist infektiös. Ja, fast. Sehr gut. Genau. Du hast jetzt hier ganz viele verschiedene Sachen in deinem Hasenhausen verbaut, eine 2. Etage. Was brauchen denn Kaninchen in ihrem Zuhause, um glücklich zu sein? Also auf jeden Fall brauchen sie Häuser, um sich ja da reinzulegen oder um da drin zu kuscheln. Am besten sind Häuser mit 2 Eingängen, beziehungsweise Ausgängen. Und wichtig ist auch nochmal so eine Röhre, weil Kaninchen in der Wildbahn Tunnel bauen. Okay. Und wenn sie das halt nicht können, was hier ja auch nicht wirklich möglich ist, ohne dass sie ausbrechen,
dann sollte man denen solche Röhren zur Verfügung stellen. Und ja, eine Erhöhung finden Kaninchen eigentlich auch immer total geil. So mit diesem Hocker da zum Beispiel oder diese zweite Ebene finden die auch total super. Die springen halt auch immer ganz gerne überall rauf. Das muss man auch bedenken. Deswegen sollte es nicht ganz so hoch sein, damit, falls sie doch runterfallen, sich nichts wehtun können. Hallo. Genau. Oder wichtig ist halt auch nochmal, dass sie Heuraufen im Gehege haben. Das sollten die eigentlich 24 Stunden am Tag haben, dass sie immer an Heu ran können. Ja, und Wasserschalen und Futter eigentlich. Wasserschalen, das heißt, du hast jetzt nicht diese klassischen Trinkflaschen, die man so auch aus dem Futtertierladen kennt? Genau, ganz einfach aus dem Grund, weil ich denke, wenn ich Durst habe, dann will ich nicht an so einer Nippeltränke trinken, sondern halt auch wirklich ein bisschen mehr trinken und das können sie mit den Schalen eigentlich am besten. Wenn sich jetzt eine Familie oder eine Person dazu entscheidet, man möchte gerne ein Kaninchen haben, was muss man dann auf jeden Fall vorbereiten? Was braucht man dann auf jeden Fall zu Hause? Auf jeden Fall braucht man eine Transportbox, um ja, am besten die schon so abholen zu können oder auch für Tierarztbesuche oder manche nehmen sie auch als Haus, damit sie nicht ganz so doll Angst haben davor, wenn die, ne, Tierarzt und so. Genau, also das ist sehr wichtig. Dann braucht man auf jeden Fall genug Platz, halt wirklich diese 2 oder 3 Quadratmeter, je nachdem. Und Häuser, Hocker, Röhren, Tunnel, genau. Und ja, wie gesagt, keine Nippeltränke. Sondern eine Futterschale und einen Trinknapf. Genau, richtig. Du hast jetzt hier auch ein, was ist das, ein Rindenmulch als? Das sind Hackschnitzel. Hackschnitzel? Genau. Und da hinten ist aber auch nochmal ein Bereich eingestreut, ne? Genau, also das sind dann wirklich so diese, ja, diese Toilettenecken. Also da vorne ist halt auch noch eine und die werden halt auch wirklich genutzt. Okay. Tatsächlich. Also es ist nicht so, dass sie komplett stubenrein wären, aber schon so, dass man damit arbeiten könnte. Genau. Und es ist halt auch schön für die Tiere, wenn die ein bisschen, ja, andere Untergründe kennenlernen. Also jetzt haben wir Stein, Rindenmulch, Holz und Einstreu. Das ist halt schon, ein bisschen was anderes als nur diese Plastikschale von einem Käfig. Buddeln die auch eigentlich? Ja. Also ich glaube, ich kann sagen, dass alle Kaninchen für ihr Leben gerne buddeln. Okay, das heißt, da sollte man denen auch auf jeden Fall die Möglichkeit geben. Genau, also entweder in so einer einfachen Plastikschale ein bisschen Sand rein, das ist okay. Ja, um es einfach mal kennenzulernen. Oder wir haben ja eine riesige Buddelkiste. Ach so? Ja, genau, können wir gleich mal eben hingehen. Und ja, das mit ein bisschen Kinderspielsand und dann ist eigentlich schon das perfekte, die perfekte Beschäftigung. Okay, genau. Apropos Beschäftigung. Brauchen Kaninchen auch ihre Menschen? Also brauchen die so eine Art Spiel oder? Ja, gute Frage. Also natürlich brauchen sie ihre Menschen zum Fressen geben, aber viel mehr ist da eigentlich auch nicht. Also wie gesagt, es sind halt keine Spielzeuge. Viel kann man mit den Tieren nicht machen. Du kannst sie halt beobachten und wenn sie mal auf dich zukommen, dann ist schön, aber wenn nicht, dann muss man das auch respektieren. Aber ja, Spiel wüsste ich jetzt nicht, wo der Mensch unbedingt dabei sein sollte, außer dass es jetzt ein anderes Tier ist. Hm. Ja, also die Tiere können halt schon untereinander gut spielen und ja, kuscheln und was auch immer sie machen. Okay, das heißt, irgendwie Tricks beibringen geht mit den Kaninchen nicht so gut? Doch, kann man schon machen. Also gerade Klickertraining machen einige, dass sie, ja weiß ich nicht, auch hinterherlaufen oder bei Fuß wie ein Hund. Ja, das können manche. Oder okay. Halt auch, es gibt ja auch dieses Kaninhopp oder Kaninchenhopp, wo die über Hindernisse springen und an der Leine sind. Ja, aber das ist nicht ganz so cool. Okay. Wegen dieser Leine einfach. Also wenn sie es freiwillig machen, ist alles schön und gut, aber durch die Leine, das ist immer noch so ein komischer Nachgeschmack, weil die sich da echt drin vertüdeln können und sich auch teilweise echt schnell das Genick brechen können. Ja, das ist leider echt so. Das klingt ja nicht so gut. Nee, deswegen sind diese Leinen halt auch echt uncool. Dann lass uns doch mal deine Buddelkiste anschauen. Ja, sehr gerne.
Ja, genau. Also es ist so eine kleine Buddelecke. Ja, es ist eigentlich nur, im Prinzip ist es ganz einfach. Du hast vier Wände. Unten ist es offen, weil da sowieso Erde ist. Eine Sitzecke. Und wir haben hier noch so einen kleinen Tunnel gebaut. Und ganz cool, wir haben hier noch ein kleines Fenster. Genau, das heißt, wenn ein Kaninchen drin ist, dann kann man die halt wirklich süß beobachten von hier draußen. Und da buddeln die Kaninchen wirklich echt gerne drin. Und wichtig ist es, wenn man sowas macht, dann sollte man das mit Kaninchen, ach Quatsch, mit Kinderspielsand machen, nicht mit Kaninchenspielsand, weil alles andere ziemlich behandelt ist und gedüngt wurde auch teilweise. Deswegen ist es nicht ganz so cool. Richtig viel über Kaninchen gelernt und wie man sie richtig hält. Danke, Caro, und deinen ganzen Kaninchen. Gerne. Ciao. Juhu.